Ah. Okay, wieso nimmt er plötzlich mehr Schaden? Was ist da grün? Was ist da schönes? Also, wo bin ich hinkommen? Da bin ich hinkommen. Gut, geleitete Stiefel habe ich ja schon. Das heisst, ich muss jetzt den nächsten verschiedenen Dings finden. Karte. Ja, und da kann ich das aufschießen. Bambi. Genau. Aber gehen wir jetzt erstmal links und rechts schauen, was es da so gibt. Ah, da ist ein Bosch. Ein Bosch. Jetzt kommt man zurück. Aber ich glaube, sie können wir nicht wie als kleine Link. Mal, sie können mich anspringen. Ich habe nichts gesagt. Ja, sie könnt. Er zieht mir recht ab. Hey. Eine grosse Kiste. Ich mache jetzt die Karte und Dings geht über. Und Kompass geht am gleichen Stockwerk. Das würde mich jetzt aber ein bisschen verwundern. Ja, und das Kompass ist dann wohl schon. Gut. Der ist auf der anderen Seite mit der Schatzkarte. Hallo. Wir haben genau die falsche Richtung geschaut. Ist mir auch recht. Alright, hier innen ist etwas anderes. So, ich möchte mal ein paar Rubinchen sammeln. Vom Sensemann. Ui! Das war eher knapp gewesen. Sensemann noch versuchen zu entkommen. Ich habe gemerkt, den Trag immer. In der Hand habe ich nicht gehabt. Auf C links. Ah, da habe ich nicht gesehen. Hey. Okay, kann ich etwas machen von hier? Ein Feld noch. Ich habe so irgendwie im Kopf gerade dort hinten, dass es noch da gehe. Das ist so also ein idealer Punkt. Also. Oh. Ah, der hat jetzt irgendwie voll verhängt. Okay, jetzt geht hier auf. Und hier schnell die Stiefel. Stiefel schnell wechseln. Also da kann ich effektiv nichts anderes machen. Was sagt Navi? Diese Mauer, sie teilt mir etwas mit. Sie flüstern mir zu. Willst du mit einer Fähre in Fremde... Oh, oder... Willst du mit einer Fähre in fremde Gefilde reisen, so die dritte näher? Wo ist das denn? Ist das der eigentliche Weg, wo es weitergeht? Au, der ist so schnell gekommen. Ja, dann gehen wir schon mal schauen, wo denn der andere den dritten Weg einführt. Weil das wäre eigentlich nachher schon ein guter Weg. Ein Weg, den ich sicher an muss, aber. Mal schauen. Ja, ja, tut noch ein bisschen lasern. I have to see. Ah. Übrigens, wieso ich immer, ja, immer zuerst zuschlagen ist eigentlich, weil ich das Schwert will führen holen und nachher mit der Doppelattacke kann, mit dem Sprungangriff angreifen kann. Und, ja,
So gut, wenn ich das im Moment gerade so im Griff habe, mache ich es aber immer falsch. Aber jetzt habe ich das Messer da vorne und jetzt kann ich dort... Ja, ungeduldig sein. Ich habe gescheiter nichts gesehen. Kann ich eigentlich auch so. Okay, jetzt ist es gebracht, das wäre so gekommen. Ah, der nächste noch. Also was ich jetzt irgendwie die ganze Zeit jumpet und so von wegen... Ich klopfe selber und so, dann kann ich entschuldigen, weil ich bin echt ein bisschen... überfordert. Mit diesen blöden Spinnen, ich gebe mir nicht so wirklich Mühe. Also warte mal, wenn ich jetzt wieder ausprobiere... Ich zeige mal... das Wort... ja genau, das geht nämlich. Ist krass, dass der Enterhaken stärker in dem Sinn ist als... viel, also mit dem Pfeil, normal mit dem Pfeil passiert, in dem Sinne. Ja, jetzt sind unsere Schattenkreaturen. Mit dem Pfeil kann man draufschlagen, passiert glaube ich nichts, oder geht das doch auch? Muss ich nochmal abchecken. Au! Okay. Nein, kann ich jetzt wirklich nochmal an allen vorbei. Wenn ich jetzt da nicht irgendwie... Kann ich drauf vorbei? Nein, es geht nicht. Okay. Ja, ich weiß. Okay, viel geht doch. Oh, wieder reingelaufen. Und dann komme ich auch nicht drauf bei ihm. So eine Guillotine ist eigentlich schon noch etwas im Nacknaps, muss man sagen. Also, halten wir doch mal gleich still dafür, dann mache ich es, das ist so glaube ich, einfacher. Das nicht. Okay, genau. Jetzt weiß ich ja wieder, wieso ich den Schattentempel nicht gern kann. Ich weiss, ich würde noch etwa noch 10 Mal in die scheisse Spinne reinlaufen. Vielleicht die 10 Mal sogar noch gut geschätzt gewesen. Hey, aber weisst du, ich muss jetzt wirklich jedes Mal die 3 Spinnen vorbei haben. Hey. Ich frage mich jetzt schon. Also, let's go. Hey, warte mal. Bitte. Au. Was ist dort an? Dort ist nichts. Das ist auch gut gewesen. Okay, es ist schwer zum Kämpfen, ohne, nur mit den Gleitstiefeln. Das geht irgendwie nicht zurecht. Oh. Und tschüss. Okay. Ah, jetzt treffe ich das. Ah, jetzt ist gegangen. Hier ist kein Dings.
Keine Vogelscheuche. Jetzt machen wir noch Gleitstiefel. Oh, machen wir. Und so ein Management fallen. Nein, das sind Ziegensachen. Ah, ich hab's doch gewusst. Das ist doch ein bisschen nervig. Was ich jetzt gleich komisch finde, wenn ich Uio sich genau in diesem Raum komme. Muss ich jetzt wirklich nochmal zurück durch die scheiß Spiel. Also, wenn es mich wieder abrührt. Oder? Das ist nochmal der gleiche Raum, einfach in ein bisschen anders ausgestattet. So, wo sind die übrigen? Die Tanne. Es ist echt strange, wenn du das Ding nicht siehst. Ja, einfach. Also, so der komische Vieh. Die komische Sichel nicht sehe ich irgendwie. Oh Gott, das ist noch angenehm, wenn es nur einen Schlag braucht. Huch. Die 20 Rubine müssen jetzt auch noch gut sein lassen. Mega viel von diesen neuen Punkten irgendwie. Das ist voll komisch. Okay. Wie? Ah, okay. Tschüss. Also das ist nichts. Also. Nein, nicht schlagen. Und was sind wir jetzt bei 49, glaube ich, oder? 49, ja, voll. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Immer noch. Ah, da hat es einen zweiten, genau. Nein, jetzt ist es nicht da. Doch, aber es ist eine zweite Kiste. Und Schlüssel ist da. Nein? Hä? Ach. Aber ich glaube, ich habe da alles gesehen. Okay, ich kann nicht. Mach etwas. Ja.
Au. Hey. Die Uhr ist dann die Schattentempel. Hey. Gib mir ein paar Herzchen bitte. Hey. Okay, das ist nicht gelangt. Okay. Das Viertelherz. Bravo! Ich glaube, ich würde meine Geschwindigkeit umbringen lassen. Also komm, gib ihm, komm. Danke. Puh. Da ist es mir noch wieder wohler und ihr müsst jetzt so ein Gepieps zogen. Los! Ich muss jetzt einfach noch meine Feen irgendwann ein bisschen nachfüllen. Und ja, jetzt muss ich noch schnell warten. Ja, ich würde eigentlich nicht richtig kämpfen. So, geh weg. Merci. Genau, und das ist noch ein weiterer Punkt, wieso sie nicht den Schattentempel nicht aufstehen können. Weil einfach überall jetzt so kleine Orte und Punkte, wo einfach irgendwie ständig ein bisschen Leben verlierst. Oh, das haben wir jetzt aber recht schön gemacht. Einfach ein Ultraklopf. Ja. Wo einfach irgendwie so. Jetzt dort wieder irgendetwas oder dort wieder eine Spinne, die reinläuft. Das ist super nervig die ganze Zeit. Ah, ich weiß, wo der letzte ist. Ja, da nicht. Yes, Sir. Gut, also, was haben wir da Schönes? Ein paar coole Stampfer. Was hat das Schild? Nur der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor dem tödlichen Stachel finden. Das heisst. Also, für das, was man vergisst, dass man hier in dem Dungeon in der Ständigung muss, das Auge der Wahrheit benutzen. Ja, genau, da ist es. Upp, upp, upp. Ich muss schnell links abstellen. Ups, jetzt geht nicht. Machen wir doch die Challenge. Challenge. Wie muss jetzt noch spinnen? Au! Tunnelblick, das habe ich einfach nicht gesehen. Super. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da noch rein? Okay, nein, ich hätte noch einen mehr sollen. Merci. Nein, mein Augenmess, das ist heute unglaublich grandios. Also, los, durchdrücken den Hype. Ich jetzt. Oder ist das so gewesen, dass ich jetzt ein bisschen zu früh. Also, der zweite muss auch heben. Oder noch nicht. Ah, doch.
Oh, das ist jetzt gefährlich. Ah, das ist nicht schlecht. Dann müssen wir schon da rein schauen. Dann müssen wir schon runtergehen. Nein, das ist nicht gut. Dann müssen wir schon das Kontrollen.